Einen wunderschönen guten Morgen hier im frühlingshaften Oxbow und auch die Wegwarte ist wieder am Blühen und schön blau, lila, irgendwie etwas dazwischen. Ach Mensch, Schneewittchen, wann lernst du denn mal endlich laufen? Also mal so richtig, vielleicht müssten wir mit ihm mal zum Orthopäden gehen. Milo! Gottchen, die Beine, die sind so süß. Wie steht es um unser Königreich? Wir müssen Gebäude reparieren. Ach so, wir. Ist so. Hey, wo willst du hin? Ja, dann schauen wir doch mal, was wir reparieren müssen. Ich habe hier noch versucht, ein bisschen aufzuräumen. Naja, was soll ich sagen? Es ist jetzt nicht so wirklich erfolgreich gewesen. So viel Zeit war dann auch nicht. Ich packe mal ganz schnell Essen wieder rein. So, dass die Leute was zu tun haben. Den Fisch nehmen wir mit. Ich glaube, die Eier hatte ich mit Absicht draußen gelassen. Ja, gut. Also, die Beeren. Habe ich doch jetzt erstmal eingestellt, glaube ich, die Produktion. Ach, mach rüber. Stimmt, Kirschen haben wir auch noch. Ja, viermal Kohlsuppe, die nehme ich mit. Pflaumen können hier bleiben. Rotaugen braucht mir ja, glaube ich, nur 30. Ich nehme sie alle mit. Man weiß ja nie, wozu es gut ist. So, Verdorbenes, naja. Okay, ach, es ist schön. Endlich wieder Frühling und ich wünschte, ich hätte ein Rasenmäher. Oder hier so eine Heckenschere oder sowas, mit der wir hier durchgehen können. Nee, am besten so ein Rasenmäher, wo man drauf sitzen kann. Das mal. Ja, ich gehe mal in die Verwaltung und werde mal die Felder ändern. Und zwar brauchen wir Flachs. Hört sich schon wieder an, als wäre hier Pflanzart. Als wären hier Banditen in der Nähe. Warum war das Feld gerade irgendwie so grau schon? Pflanzart ändern, Flachs. Ja, oder ich habe nicht richtig hingeguckt. So, da haben wir nämlich wieder ordentlich Leinen. Nee, rote Beete will ich nicht. Nee. Also nichts gegen rote Beete, aber... Ja, ne, das ist jetzt auch nicht so mein Favorite. Gut, dann haben wir alle Felder. Jawohl. Huch. Ich würde mir die aber gerne oben nochmal angucken. Den ganzen Roggen. Oh, da ist er. Ich finde das immer so traumhaft schön. Ah, Tierfutter muss ich gleich noch auspacken. Sehr schön. Oh, und guckt euch den Pflaumenbaum an und den Kirschbaum oder die Kirschbäume. Wow. Oh, ist das schön. Das habe ich ja gar nicht gewusst, dass die verschiedene Farben haben. Ach, das sieht ja mal toll aus. Ach, ich bin ja mal so schwer verliebt. Das sieht richtig schön aus. Ja, okay, sie passen jetzt alle nicht zusammen, aber ist ja egal. Ja, wo wollte ich denn jetzt mal kurz hin? Essen habe ich eingepackt. Genau, ich wollte noch ganz kurz ins Lager.
Und wollte mal schauen, ob noch genug Sicheln da sind. Das kann die gute Dame nämlich nicht ernten. 6. Ja, dann. Einfache Säckchen haben wir 13. Okay, das ist gut. Dann packe ich mir mal hier gleich das Tierfutter rüber. Da. Drei haben wir davon. Egal, wir gehen nach Ostoja. Schön. Oh, ich liebe es einfach. Der Winter ist auch einfach nur schön, aber wenn man dann den Übergang hat von dem Winter hier zum Frühling, ist das einfach nur toll. Was ich mir aber wünschen würde, wäre, dass die Obstbäume größer sind. Die sind mir, ich weiß nicht, ob die noch wachsen, es wäre schön, aber so sind sie noch ganz schön mickrig. So, die Quest. Ja, dann gehen wir doch mal hin. Wir haben ja 2. Ach so, warte mal. Mussten wir eigentlich für die erste noch was mitnehmen? Sprich mit Sizia, wo auch immer der ist. Genau, wir können ja noch mal kurz lesen. Eigentlich eine gute Idee. Also in Ostoja steht die Wahl des nächsten Dorfvorstehers vor der Tür. Zeremoniemeister Bronimir erwähnte, dass es bei der Planung dieser Veranstaltung einige Probleme gibt, wollte aber keine Einzelheiten verraten, solange er sich nicht sicher sein kann, dass niemand das Gespräch mithört. Er ist auf dem Weg, seinen Bruder zu treffen, dem derzeitigen Vorsteher von Ostoja. Wie es aussieht, ist der Fischer Müsli da verschwunden. Genau, so war es nämlich. Er ist Ludomirs Gegenkandidat in der bevorstehenden Dorfvorsteherwahl. Die Zeremonie kann nicht stattfinden, bevor der derzeitige Anführer nicht herausgefunden hat, was mit seinem Rivalen passiert ist. Er möchte, dass das Eiland nach Hinweisen auf Müslidars letzten Momente oder Pläne vor seinem Verschwinden abgesucht wird. Der Mann, der auf diesem Eiland Ostoja lebt, muss mit etwas Schlimmem gerechnet haben. Er hat verschiedene Vorräte gesammelt, als würde er sich auf ein Naturunglück, eine Art Angriff oder Belagerung vorbereiten. Besonders auffällig sind die grünen gravierten Steine. Es wäre Zeitverschwendung, sie mit Symbolen zu verzieren, nur um sie als Wurfgeschosse zu verwenden. Ludomir sollte von diesen Entdeckungen erfahren. Haben wir gemacht? Und Ludomir kann Müslidars scheinbare Befürchtung nicht nachvollziehen. Das Dorf verwaltet seine Vorräte zuverlässig und sucht keinen Streit mit anderen. Der Dorfvorsteher schlägt vor, mit dem Nachbarn des Fischers zu sprechen, um so weitere Hinweise auf seinen Verbleib zu finden. Genau. So, und wir bewaffnen uns. Da ist schon wieder so ein Koloss. Ich tue so, als hätte ich sie nicht gesehen. Ich hoffe, sie tun auch so, als hätten sie mich nicht gesehen. Es wäre schön. Es ist jedes Mal wieder ein Fest, hier runterzugehen und den Blick auf dieses wunderschöne Dorf zu haben. Mal ganz kurz. Ja gut, hier braucht man nicht bauen. Wobei, also ich glaube, hier könnte man auch wunderbar bauen. Man so ein bisschen die Abhänge. Also nicht, dass ich jetzt hier noch bauen möchte, aber könnte man theoretisch bestimmt. Ganz gut.
So, ab zur Quest. Ach, war hier nicht unten irgendwo dieser Korb, wo man die Fische reinmachen musste? Nee. Doch. Na komm, legen wir Fische rein. So, was waren das nochmal? Irgendwie lege Fische rein. Korb untersuchen. Lege den gesammelten Fisch rein. Direkt vor dir steht ein leerer Weidenkorb. Du füllst das Behältnis bis zum Rand mit frischen Rotaugen. Tritt beiseite. Ja, und jetzt habe ich meinen Fisch ausgegeben. Okay, ich weiß nicht, was da passiert. Pass auf, ist die Quest jetzt zu Ende? Das wäre ja witzig. Ach, warte auf die nächste Jahreszeit. Ach so. Ah, okay, das machen wir. Dann ist er bestimmt auch verdorben. Oh, Wegwarte. Gut, dann sprechen wir jetzt erstmal mit dem Nachbarn des Fischers. Ach, schade, ich dachte, ich kann hier so rüberhüpfen, aber... Ja, ich habe vergessen zu hüpfen. Ey, das sieht auch so schön aus. Wie die Leute halt einfach ihre Tätigkeiten so haben. Ey, bleib mal stehen. Ich muss dich was fragen, sieht's hier. Igitt, bist du dreckig. Dabei wohnst du am Wasser. Also was ist mit dir nicht in Ordnung? Bist du allergisch gegen Wasser? Aha. Gut. Ey, wie geht es dir? Ah, ich habe mich gefragt, ob du etwas über Müsli das Verschwinden weißt. Ist dir irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Ach ja, der Fischer. Der hat sich in letzter Zeit etwas seltsam verhalten. Er ist dafür bekannt, dass er sich in seine Arbeit vertieft und das Beste aus ihr herausholt. Wie mit seinen Fischen. Oh nein. Einmal entschied er, sich als Baumeister zu versuchen und errichtete ein Lagerhaus auf der Insel. Dann versuchte er, ein kleines Stück Land zu bebauen. Aha, Die Sache ist, dass er seine Aktivitäten immer auf sein kleines Eiland beschränkt hielt. Du musst wissen, Müsli da lebt sehr zurückgezogen. Also war ich überrascht, als er damit anfing, seinen Rückzugsort und sogar das Dorf für längere Zeit zu verlassen. Er brachte verschiedene Vorräte mit nach Hause, fing an, alles zu horten. Naja, ich habe ganze Haufen von Materialien gesehen. Das ist viel zu tragen. Er muss oft gelaufen sein. Es fing an, kurz bevor er seinen Namen für die Wahl vorschlug. Nachdem sich der erste Schreck und die Aufregung gelegt hatten, gewann Müsli der Anhänger. Das wundert mich nicht. Jeder, der in diesem trägen und faulen Dorf etwas vorschlägt, findet sofort Aufmerksamkeit und Anerkennung. Das ist wie beim Elternabend. Das will ja auch immer keiner machen. Gut, tu nichts, wenn jemand anderes es für dich tun könnte. So lebt man hier. Ich glaube, wenn er zurückkommt, hat er eine Chance, mit seinem Fleiß zu punkten. Ich weiß nicht viel, weil ich meinen Steg selten verlasse. Na, das sieht man. Aber Müsli da kommt oft vorbei. Normalerweise verschwindet er dann zwischen Ludomirs Haus und der Brücke. Er könnte nach Süden gegangen sein. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Macht's gut. Danke für die Auskunft, Igebek, du stinkst. Gut, dann schauen wir doch mal nach. 44 Meter. Wir gehen durchs Wasser. Oder so. Super. Super. Komm ich hier nicht raus? Ach, komm schon. Doch. Wir müssen aber... Oh, Kleiner, bist ja auch noch nicht gewachsen, Milovid. Oh, der ist auch so süß. Oh. Warte mal. Mirogniva. Was willst denn du? Ich untersuche Müsli das Verschwinden. Ist dir etwas Seltsames an deinen Nachbarn aufgefallen? Von diesem Verrückten will ich gar nicht erst anfangen. Müsli das schlechten Einfluss ist es zu verdanken, dass mein Mann, Gnivko, den Verstand verloren hat. Er und dein verschollener Fischer waren nicht gerade die besten Freunde.
aber als Lagerverwalter unterhielt sich mein Mann hin und wieder mit ihm. Weißt du, über was sie sich unterhalten haben? Seit dieser Fischer damit angefangen hat, sich so seltsam zu benehmen, hat Kniefko immer wieder von seiner angeblichen Bedrohung durch Räuber angefangen. Er ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Ach, mir fehlen die Zeiten, als mein Mann kein Schwätzer und kein kühner Denker war. Er ist so anstrengend geworden, dass ich seine Gesellschaft kaum noch ertrage. Bitte erwähne das ihm gegenüber unter keinen Umständen. Er hat sich gerade wieder etwas beruhigt. Ich weiß nicht, wo Müsli da ist, aber wir haben am südlichen Fluss grüne Steine gefunden. Vielleicht könntest du da mit der Suche anfangen. Danke für deinen Hinweis, ich werde deinen Mann damit nicht behelligen. Milo wird, eines Tages bin ich schneller als mein Schatten. Oh, der ist so süß. Ich will dich mitnehmen. Ja gut, dann schauen wir doch mal. 570 Meter? Ist der am Wasserfall? Ja, er ist am Wasserfall. Cool. Und gerade als ich hier vorhin runtergekommen bin, dachte ich mir, oh, ich muss noch mal zum Wasserfall. Hüpfen wir doch mal fröhlich zum Wasserfall. Na, ihr Schaf, ich kann euch leider nicht kaufen. Ich habe keinen Platz. Oh, ich finde das so schön. Okay, er ist nicht am... Ach, der ist hinten an der Höhle. Ah, die Höhle. Gehen wir durch die Höhle? Warte, ich trinke einen Schluck Mutkaffee. Und dann nehmen wir mal die... Kann ich auch noch den nehmen? Doppeltes Messer. Ich finde das ja so unheimlich in Höhlen. Gut, tot ist tot, ne? Falls ein Berg kommt. Ich habe bloß meine Shotgun mitgenommen. Wir sind draußen. Oh, Gott sei Dank. Sag mal, wie weit ist denn das? Wo ist er denn? Nein, die können wir erstmal ausmachen. Ja, also hier kann man auf jeden Fall schon mal nicht bauen. Auch wenn, das sieht alles so schön halt aus. Ach, man will irgendwie überall sein. Wow. Nein, nicht automatisch gehen und reinfallen. Gott, hier ist doch bestimmt Bärengelände. Hä, waren wir hier schon mal? Doch, ich glaube, ganz am Anfang, als wir eine Runde gelaufen sind. Ist der da unten etwa? Folge dem Fluss. Wir folgen dem Fluss. Ja, ja, hier waren wir schon. Oh. Hallo? Hat hier jemand seine Ware verloren? Ah, Fischfilet. Haferbier. Nehmen wir mit. Hafer nehmen wir mit. Hafer nehmen wir mit. So, aber der muss hier um. Nein, der ist wirklich unten. Auf seiner kleinen Insel. Boah, da komme ich doch nie im Leben runter. Eieiei, was mache ich denn jetzt? Oh, ich habe meine Wanderschuhe nicht an. Okay, aber hier kommen wir runter. Ja, das geht ja locker. Kommen wir auch mit High Heels runter. Nein, wie schön bist du denn?
Tschüss. Sehr süß, wie die da liegen. Hey, müssen wir die bekämpfen? Aber ich will eigentlich keine Tiere töten, die mich nicht angreifen. Warte, ich steig mal da. Nein, ich bin runtergefallen. Hä, ist der Fischer ein Schwein oder wie? Okay, bitte mal speichern. Da liegt ja noch, ist es nicht? Da liegt doch noch ein Tier. Der Typ sitzt da. Ach du meine Güte, was macht der da? Stuhlkreis mit Tieren? Oder ist er verletzt? Also, boah. Der Schwein hat uns nicht gesehen. Ich versteck mich erstmal. Ja, einen Schluck Wasser trinken. Okay, das Schwein, es guckt schon so hungrig. Apropos hungrig, ich werde mir mal vielleicht soll ich mal ein Bier trinken. Der Typ. Aber ist das ein Bär? Das ist doch ein Bär. Keine Ahnung, was hier passiert, aber ich glaube, die greifen nicht an. Da liegt ein Bär. Da liegt noch ein Bär. Nein, das ist. Ach, das ist hier ein Gollum. Ja. Aber was ist das denn bitte für ein Bild? Schnell, bevor ich tot bin. Gott, ist das laut. Okay, ist aber sehr laut. Kann ich das nicht mal ein bisschen leiser machen hier? Warte mal, Einstellung, Audio, Soundeffekte. Nee, Soundeffekte waren es nicht. Dann Umgebung. Ich mach die mal leiser, sonst kriegen wir eine Macke. Ja, besser. Beiß mich nicht. Gott, wie die hier so liegen. Hallo? Also, ach Gottchen, auf den Stock. Und was machst du? Nein, der Bär, guckt euch den Bären an. Gott, ist der schön. Und so chillig. Oh, da muss ich noch ein Foto machen. Es tut mir leid.
So, du bist wohl ein Guru, was? Na dann erzähl mal, Müsli da. Oh Gott, ist das aufregend. Hä? Was für ein Tier bist du denn? Wie bitte? Ich bin doch eindeutig kein Tier. Meine Ente. Das flauschigste der flauschigsten Lämmchen, das es hier gegeben hat. Dann musst du ein Geist sein. Lass mich in Frieden. Warte einen Moment. Ich suche nach einem Fischer namens Müsli da. Müsli da? Ja, ich glaube, so nannte man meine fleischliche Existenz einst. Was willst du von ihm? Die anderen Dorfbewohner suchen nach dir. Ohne dir kann die, ohne dir, ohne dich kann die Wahl nicht stattfinden. Ich habe sie nicht vergessen. Ich bereite mich fortlaufend darauf vor. Siehst du das nicht? Ich erbitte um die Hilfe meiner Vorväter. Sie sprechen zu mir. Sprechen zu mir durch den Wind und die Blätter, durch Schnauzen und Mäuler. Schicksal verbindet uns alle. Hier, nimm ein paar Brombeeren und höre zu. Durch sie werden die Stimmen lauter. Das sind keine Brombeeren, es sind Tollkirschen. Sie sind giftig. Oh nein, witzig. Unsinn. Sieh dir doch meine fällige Familie an. Siehst du nicht, wie ruhig und glücklich sie sind? Sehen sie für dich etwa vergiftet aus? Nein. Das tun sie nicht. Es ist die magische Liebe unserer Vorfahren, die durch unsere Adern fließt. Aber sie sind nicht ruhig und glücklich, sie sind krank und benommen. Beende diesen Wahnsinn, komm mit mir zurück ins Dorf. Nein, das wird nicht passieren, solange sich diese Monster dort herumtreiben. Ich habe es nicht unbemerkt an ihnen vorbeigeschafft. Ihre Augen leuchteten in der Dunkelheit und ihr kreischendes Lachen ließ die Felsen bröckeln. Selbst mit geschlossenen Augen sehe ich sie noch vor mir. Oh, wie sehr ich mir wünschte, sie würden verschwinden. Meine Güte, ich werde dafür sorgen, dass der Weg frei ist. Dann kommst du mit mir. Oh, du meinst die Leute da drüben? Ich bitte sie höflich, uns durchzulassen. Oh, dein Verstand ist wirklich in schlimmem Zustand, als ich angenommen habe. Fein, ich kümmere mich um die Monster. Ah, das ist töricht. Du kommst nicht zurück. Aber ich werde ein paar Beeren zu deinem Begräbnis mitbringen. Musst doch nicht. Andere bringen Blumen mit. Er bringt mir Beeren mit. Na, wir werden sehen. So, sorge dafür, dass der Weg frei ist. Hilfe! Oh. Nein! Den darf ich nehmen? Oh, ich stehe im Feuer? Kein Wunder, dass ich so warme Füße habe. Kann ich stehen? Nehmen. Das steht nicht stehen. Müsli, Müsli, was hast du getan? Die armen Tiere. Gott, ist das schön. Schade, dass man den Bären nicht so gut sieht. Herrlich. Also mit den Quests haben sich ja echt was einfallen lassen. So, ich würde ungern auf dir rumtrampeln. Ich wollte nur so tun, als wäre ich hier ein erfolgreicher Jäger. Schauen wir mal. Moment mal. Moment mal, nicht automatisch gehen. Ich ahne nämlich Schlimmes. Können ja auch schon wieder bestimmt ein paar Räuber hier wegmachen. Ach, diese traumhafte Musik. Leute. Nee, Monster, ne? Nee, Monster? Bären? Oh, ich will keine Bären töten. Ich will niemanden töten. Okay, weglaufen können wir immer noch, ne? Warte mal. Wo sind wir? Ach, wir müssen in die Höhle. Live?
Magnus. Du stampfst wie ein Wiesen. Nein, entschuldige mal bitte. Ich habe viel gegessen, es liegt mir schwer im Magen und deswegen meine Schritte auch ein bisschen schwerer. Sei nicht so laut, du verscheuchst alle Tiere. Es gibt eine Angelegenheit, über die ich mit dir und deiner Gruppe sprechen möchte. Sind doch Räuber. Ach, ich weiß es nicht. Gibt es ein Problem? Könnt ihr euer Lager verlegen? Mein Freund, der hier in der Nähe lebt, fürchtet sich vor euch. Und warum sollten wir dir helfen, Fremde? Sag nicht, du bist im Auftrag dieses verrückten Einsiedlers hier. Was hat er dir angeboten? Wahrsagerei aus Fischinnereien? Lass mal gut sein. Uns gefällt's hier und hier bleiben wir auch. Wie wär's mit ein paar Münzen? Reicht das, damit ihr ein Stückchen weiterzieht? 100 Münzen geben? Die Gefährten des Einsiedlers, wie du ihn nennst, werden langsam etwas unruhig. Versuchen sie nicht zu verärgern, wenn ich an eurer Stelle wäre. Spann erstmal Geld. Was? Meinst du diese Biester am Wasserfall? Sie sind anders als alle, die ich je gesehen habe. Das sind nicht normale wilde Tiere. Wilde Tiere sollten Angst vor Menschen haben. Sie müssen krank sein oder so. Sag dein Tierflüsterer, dass wir gleich weg sind. Ich will damit nichts zu tun haben. Eine weise Entscheidung. Prima. So, dann können wir Müsli da sagen, dass die Straße sicher ist. Live, wie geht's dir? Ich war sicher, hier wäre niemand, aber dieser verschrobene Kauz hat uns Monster genannt. Er ist sicher so eine Art Einsiedler und nicht an Fremde gewöhnt. Okay, Synchronheulen. Na, Jolan? Sei gegrüßt, das ist ein reiches Jagdgebiet. Du musst kaum ziehen, das Wild springt dir nur so vor die Pfeile. Genau. Aber du bist ja Vegetarier und isst jetzt erstmal einen Apfel. Kann ich hier irgendwas plündern? Ich frage mal so. Nö. Leider nicht. Okay, auf den Hinweg war das hier aber noch nicht. Ja, wenn ich jetzt aber zu Müsli zurückgehe und sage, dass die Straße frei ist, fressen mich dann seine Tiere? Das wollen wir ja nicht. Coole Quest. Das ist so eine coole Quest. Oh, Wegwarte. Wegwarte ist auch cool. Ja, okay. Vielleicht sollte ich Stärketrank nehmen. Aber andererseits, warum sollten die Tiere mich jetzt angreifen? Naja, wir wollen dann eh nach Hause. Also ich könnte ja mal Feuer machen, ne? Weil das Feuer, finde ich, mit der Fackel. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Naja, du mich auch. Deine Stoßzähne hätte ich doch nicht gerne so, also nicht so gerne im Rücken. Du bist in einem Stück zurück. Du musst dir keine Sorgen mehr machen wegen der Jäger. Ich meine den Monstern, jetzt nicht mehr. Mein Weg zurück ins Dorf ist wieder frei. Vielen Dank, gütiger Geist. Jetzt gib mir einen Moment, ich muss herausfinden, was als nächstes zu tun ist. Es ist anders als sonst. Was machst du? Deine Nachbarn erwarten dich zurück im Dorf. Ich kann nicht verstehen, was sie sagen. Ich brauche mehr Zeit. Wen meinst du? Hier ist niemand außer uns. Sei einen Moment lang ehrlich zu mir. Bist du verrückt oder einfach nur dumm? Meine Güte, sowas aber auch. Das Problem habe ich auch immer, wenn ich versuche, mich mit meinem Haferbrei zu unterhalten. Die Geister des Wasserfalls sprechen manchmal in Rätseln. Haben sie diese Siedlung wirklich gegründet, um Ausgestoßenen zu helfen? Oder waren sie selbst solche? Ich brauche mehr Antworten. Ich muss die Beweggründe meiner Vorfahren kennen. Wo sind meine Bären, wenn ich sie brauche? Ich habe dir doch schon gesagt, dass das keine Bären sind. Ach, in diesem Zustand bist du mir einfach keine Hilfe. Ich muss einen Weg finden, dich zu entgiften. Bleib doch stehen. Ich bin nicht alleine mit den Tieren. Wo gehst du hin? Müsli. Alles kann sich als nützlich erweisen. Ein Gegengift brauchen wir. Ach Mensch, jetzt ernsthaft? Ich muss ein Gegengift kaufen? Hatte ich nicht immer eins in der Tasche? Was habe ich damit gemacht? Nee, Gift habe ich in der Tasche. Naja, was soll ich sagen? Ich dachte, ich hätte ein Gegengift. Ach nein, das haben wir für diesen Kasper da in Skauki ausgegeben. Der auf Klo saß. Toll, wie kommt man jetzt irgendwie...
Wo sind wir? Ach du meine Güte. Gegengift. Ich weiß nicht, ob man in Ostoja Gegengift kaufen kann. Eigentlich müssten wir nach Piastovia. Das heißt, wir gehen erstmal nach Ostoja. Schön. Wenn ich hier lang gehe, wo komme ich denn dann hin? Ach, da geht's sogar nach Piastovia. Nach Ostoja. Einfach den Fluss runter. Nein, ich wollte da auch. Aber. Oh, hat gut geklappt. Aber an dem komme ich nicht runter. Ja, da müssen wir einen Umweg laufen. Warte mal. Ich hätte auch durch die Höhle gehen können. Oh. Können wir eigentlich auch gleich nach Hause laufen? So, run. Run, Forest, run. Wir hätten uns ansonsten auch ein Feuer machen können, aber das ist eigentlich auch wurscht. Sache, die Wölfe fressen uns nicht. Ich habe natürlich den Ton leiser gemacht. Ja, Wölfe. Wölfe oder Wildschweine hinter uns. Irgendwas jagt uns. Ah, Mist. Okay, die haben wir schon mal abgehängt. Super. Das waren die Wölfe. Hier ist nämlich das Tonvorkommen. Da habe ich aber wirklich einfach hier mal durchgelatscht. Eieiei. So, am Wasserfall wollte ich eigentlich nicht runter. Warte mal. Ich kann nur hier an der Seite runtergehen. Ups. Oh, die Mühle, da steht sie. Och, das sieht schon richtig gut aus. Das Dörfchen. Muss noch viel heller, aber es ist richtig schön. Also, ja, sieht aus wie ein kleines Städtchen. Ich kann ja mal gucken, was man für Gegengift braucht. Wir haben ja die Kräuterhütte. Wollen wir vielleicht gar nicht nach Piastovia gehen? Ach Mensch, ihr habt ja die ganzen Fensterläden noch zu. Ach Mensch. Das ist... nee, warte. So, kein Wunder, dass hier so dunkel überall ist. Weil ihr müsst halt auch mal Luft reinlassen. Die hätte ich überall machen, wo ich langkomme. Gut, bei uns sind sie ja automatisch aufgegangen, warum auch immer. Sch.
schauen wir mal kurz in der Kräuterhütte. Nein, nimm doch nicht einfach. Warum? Warum tust du es? So, ich brauche den Kräutertisch. Also, Stärkung, andere Tränke. Nachtsicht, Gift, Tarntrank. Ach, den kannst du auch selber machen, ist ja ein Ding. Heiltränke. Gegengift. Also, eine hölzerne Fiole, Johanniskraut, Distel, Wegwarte, Eimer mit Wasser, haben wir alles da. Okay, super. Dann machen wir mal zwei vorsichtshalber. Ich glaube, Gegengift kann man in diesem Spiel schon öfter mal gebrauchen. Oh, schade. Ich kann die Fackel nicht anmachen. Na gut, das war jetzt auch nicht so spektakulär. Ja, schön, dann haben wir das Gegengift. Geh ich doch mal hier eine Runde. Fensterläden aufmachen. Oh, von innen machen. So. Hä? Oh, die beiden mögen sich anscheinend noch nicht so. Sie hat nicht gemerkt, dass ich auf sie rumgetrampelt bin. Tumil. Ah, jetzt verstehe ich dein Unglück. Milena will nichts von dir wissen. Das tut mir ja mal richtig leid. Und du hast dir noch gewünscht, eine Liebschaft zu finden. Ach, Mensch, Tumil, wenn nicht, müssen wir dir irgendwie jemand anders suchen. Ne? Immer rum? Nee. Die frisch gebackenen Eltern. Was krieg ich das ja? Doch, krieg ich. Okay, und das Küchenteil bitte auch noch. Ja, sieht doch dann gleich viel freundlicher aus, als wenn alles zu ist. Gehen wir weiter. Nein, ich wollte doch nicht die Vase. Gottchen. Die Kinder werden so schnell groß. Also mal hier raus, mal gucken. Ja, so sieht's besser aus. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lange zugelassen habe. So, dann machen wir das mal hier. Huch, musst du mich so erschrecken. Uzi Boy. Groß bist du geworden. Wie das so quietscht. Also gefällt mir ja schon besser. Ich weiß nicht, ich habe es einfach vergessen dann auch. Ja, und dann kam der Winter und dann dachte ich, okay, jetzt kann es auch noch zubleiben. Ja,
hatte aber auch gedacht, dass die das vielleicht mal selber aufmachen, aber denken ja irgendwie gar nicht dran, die Dorfbewohner. Ja, doch schon ein bisschen phlegmatisch. So, haben die an der Seite eigentlich keine? Warum eigentlich nicht? Aber ich glaube, ansonsten. Ja, haben die aber. Alles klar. Wahrscheinlich ist mir da das Holz ausgegangen. Oder ich hatte keine Lust mehr. Das kann natürlich auch sein. So, dann gehen wir den Weg. Zehn Jahre später. Aber gut, dann ist es wenigstens Tag und dann können wir zurück nach Ostoja. Ja, vereinzelt sind schon welche offen. Oh. Oh. Hä, seit wann hat das Haus ein Dachfenster? Ja, es kann ja auch mal sein. Oh, da, ich wusste doch, irgendwo auf der Seite ist noch eins. Na? Auch noch. Na ja, gut, das ganze Stroh hält natürlich nicht lange. So, das haben wir jetzt offen und das Nachbarteil haben wir auch offen. Ich glaube, ich war auf der anderen Seite. Nee, die andere Seite haben wir noch nicht. Okay, dann gehen wir mal hier am Spielplatz lang. Ist hier auch noch irgendwas zu reparieren? Nö. Stimmt, am Klofenster hatten wir nicht, obwohl da wäre es eigentlich am wichtigsten gewesen, Fensterläden zu machen. Warte mal, kommt man da noch irgendwie ran? Holz waren die hier. So, jetzt hätte ich die aber auch gerne offen. Nee, ich komme nicht mehr rum. Okay, aber die können wir von drin aufmachen. Was zu reparieren? Nee. Ja. Ja, was soll ich sagen? Schon hat man gammeliges Wetter. Ja,
aber so gefällt mir das echt besser mit dem Licht. So, die sind offen. Nee, da wollte ich nicht. Okay, da müssen wir auch reingehen. Wir haben gar keinen Blumen hingestellt. Ich glaube, da ist mir dann wirklich auch die Luft ausgegangen mit Haus dekorieren. Aber es war auch das letzte Pärchen, was hier eingezogen ist. Ja, macht euch das selber schön. Hier genauso. Was? Du hast noch nicht mal Spielsachen? Na, das geht aber nicht. Ach stimmt, du warst ja auch noch gar nicht auf der Welt. Als wir das hier gemacht haben. Gut, dann gibt es wenigstens ein paar Blumen für die Mutti und für dich ein bisschen Holzspielzeug. Ich würde sagen, ein Reh und vielleicht noch ein Bären und ein Vogel. Wobei, der Vogel lässt sich auch immer so blöd platzieren. So witzig, dass diese Holzspielzeuge hier so mit integriert sind, wo es ja im Tal, wo Samur dann irgendwann gesagt hat, er wird jetzt Holzschnitzer und hat dann diese Figuren gemacht. Ich finde das richtig klasse. Und er die jetzt nach Ostruja verkauft. Das sieht aber schön aus hier mit dem. Ja, gut, es ist ein Klo, aber es sieht trotzdem schön aus. Gut, so, das haben wir offen. Die haben wir nicht offen. Den hier. Da komme ich auch nicht ran. Ich war doch gerade hier drin. So. Ich hoffe, wir haben jetzt alle offen. Das war ja die letzte Reihe hier. Oh, Durst und Hunger. Okay, ab schnell baden. Gesicht waschen, Hände waschen, Ohren waschen. Und dann gehen wir mal zurück. So, ein Gegengift haben wir. Alles klar. So, Ismol. Flachs müsste eigentlich jetzt hier drin sein. Ach nee, gar nicht. Warte mal, Roggen. Landet es eigentlich hier? Ja, ich glaube. Ja, alles klar. Oh, Geld. Ach ja, die Quest. Steuern. Ich will nicht. Morgen. Ja, finde ich auch. Du gehörst dir auf jeden Fall hin. So, ich schnapp mir mal meinen Knüppel. Vorsichtshalber. Keine Sorge, ich tue euch nichts. Seid natürlich alles ein bisschen leiser, ich habe es gar nicht mehr hochgestellt, aber falls wir gleich nochmal am Wasserfall sind. Na, jetzt kommen die Wölfe, da stehen sie schon, die Geier. Ja.
Immer mit. So, hoffentlich hat Müsli das nicht gesehen. Nein! Wie kommen die mir nicht hinterher, die Dinger? Ein Schubs und ich fliege nach Ostoja. Aber ich höre sie gerade nicht. Hab doch mal Glück. Geht ruhig wieder zurück. Da hinten ist das beste Weideland. Oh Gottchen, synchron hoppeln die beiden Zwillingshasen. Mir fehlen echt die Geräusche. Aber gut, das machen wir gleich wieder an. Ah, ich bin so gespannt, wie das jetzt ausgeht oder weitergeht. Jetzt müssen wir erstmal wieder runterkommen. Ach, guck mal, wir sind genau an der Stelle rausgekommen. Boah, was für eine Aussicht. Ja, hast du deine Tiere? Nee, der wedelt da immer noch mit dem Schwanz, dieser Gollum. Morgen, Müsli. Wer kann mir helfen, meine Zweifel zu beseitigen? Das Universum, mein Freund. Wie die da alle liegen. Also, sie greifen mich doch bestimmt gleich an. Hier, nimm etwas davon. Das sollte dir dabei helfen, Antworten auf all deine Fragen zu finden. Vertrau mir. Richtig. Hast du solch ein Wundermittel gefunden? Ugh, warum schmeckt das so widerlich? Ach, willst du mich vergiften? Warte, wer bist du? Entspann dich, ich will dir nichts Böses. Ich wurde darum gebeten, dich ausfindig zu machen. Ich bin der Geist deiner toten Schwester. Ich bin zurückgekommen, um dich zu finden. Oh, komm, das ist schon gemein. Ausfindig machen? Wie viel Zeit ist vergangen? Genug, um in Ostoja als vermisst zu gelten. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Eines Tages entschied ich, weiter oben am Fluss fischen zu gehen und wurde von einer Räuberbande angegriffen. Boah, ist immer noch so laut. Das war so nah an unserem Dorf. Ich schaffte es, in die nächste Höhle zu fliehen und die führte mich zu einem Unterschlupf und dem Wasserfall. Hier war ich vor diesen Angreifern sicher und ich fand noch etwas anderes. Es gefiel mir hier. So, es sind nur ein paar Felsen und eine trübe Pfütze. Da stimme ich dir zu, es ist wunderschön hier. Och man, muss das hier ausgerechnet am Wasserfall sein? Es gab leckere Fische, das beruhigende Plätschern des Wassers, macht mich langsam aggro, und diese seltsamen Beeren. Plötzlich begann die Natur mit den Stimmen meiner Vorfahren zu mir zu sprechen. Ich saß und hörte zu, bis sie mir eines Tages sagten, ich sollte einen Spaziergang machen. Sie führten mich zu der Höhle zurück, die mein Leben gerettet hatte. Dort fand ich diese interessanten grünen Steine. Das muss ein Zeichen gewesen sein. Die Stimmen sagten mir, ich sollte an der kommenden Wahl teilnehmen. Die Wahl. Hat die Wahl schon stattgefunden? Ich bin nicht sicher. Du packst besser zusammen und machst dich auf den Weg nach Hause, bevor es zu spät ist. Deshalb bin ich hier. Ohne dich können sie nicht weitermachen. Oder wenigstens ohne einen Beweis dafür, dass du tot bist. Aber das stimmt. Ich habe fast alles verdorben. Ostoja braucht mich. Alle dort denken gar nicht daran, dass sie überfallen werden könnten. Das will ich ändern. Dazu bin ich verpflichtet. Immerhin waren es meine Vorfahren, die das erste Haus in der Siedlung gebaut haben. Lass die Vergangenheit ruhen, konzentriere dich auf das Hier und Jetzt. Ich wusste nicht, dass deine Familie die erste war, die sich in Ostoja niederließ. Manche sagten, einer meiner Vorfahren kam her, weil er die Leute in seinem eigenen Dorf verachtete. Er teilte ihre Liebe zur harten Arbeit und der ständigen Jagd auf Wild nicht. Er suchte sich das Eiland als neues Zuhause aus, baute eine Hütte und fing an zu fischen. Alles, was er brauchte, können wir jetzt mal aufhören und weggehen vom Wasserfall. Alles, was er brauchte, war zum Greifen nah.
Bald fand der erste Anhänger Ausgestoßene, Waisen, Ausreißer und Wanderer. Alle waren willkommen und dazu eingeladen, an diesem Ort, an dem sich niemand belästigt fühlte, neu anzufangen. Ja. Ich will daran glauben, dass unser Dorf nicht einfach durch Zufall entstanden ist. Ich glaube wirklich taub. Ich wollte herausfinden, ob meine Vorfahren etwas mehr als nur ein zurückgezogener Griesgram war. Am Ende verlor ich mich in meine eigenen Gedanken. Durch das Essen von giftigen Beeren wirst du nichts Neues lernen. Du kannst es ja noch einmal mit diesen verdächtigen Früchten versuchen, wenn das Dorf in Sicherheit ist. Jetzt ist nicht die Zeit dazu. Ja, es war eine nicht enden wollende Spirale eines Kraches in Richtung meines Endes, meines Ohres. Die Stimmen halfen mir dabei, meine Geschichte zu ergründen, aber sie verblassen jedes Mal, wenn ich nach Ostoja zurückkehrt. Ich brauchte mehr Beeren. Es tut gut, dich wieder auf dem richtigen Weg zu sehen. Verschwende keine Zeit mehr. Ach, deshalb bist du hin und her gewandert, hast verschiedene Dinge auf das Eiland gebracht. So war es. Ich kehrte immer wieder zu dieser Höhle zurück, brachte verschiedene Vorräte nach Hause, aber mein eigentliches Ziel war es, mehr und mehr dieser ungewöhnlichen Beeren zu finden. Ich konnte ihnen nicht widerstehen. Danke, dass du mich zur Vernunft gebracht hast. Lasse den Zeremonienmeister oder wen auch immer es betrifft, dass ich am Leben bin, wissen, sobald es mir besser geht. Nee, Moment. Lass den Zeremonienmeister oder wen auch immer es betrifft, dass ich am Leben bin und zurückkehre, sobald es mir besser geht. Okay, es fehlt tatsächlich das Wissen. Ja, mir fehlt es auch. Ja, pass auf dich auf, Müsli da, und sei vorsichtig mit deinen tierischen Gefährten. Sicher, ich schicke ihm einen Raben. Kein Problem, ich liebe es, Nachrichten von Nachbarn zu Nachbarn zu überbringen. Du kannst ja auch nicht einfach über den Zaun rufen, was? Ah, schön. So, ich hau jetzt hier ab, bevor die Tiere irgendwie hungrig werden. Oh, weg vom Wasserfall. Oh, Ruhe. Es war eine ungünstige Stelle für so viel Lesen. Und dabei ist es so eine tolle Geschichte, so, ja, eine tolle Quest auch einfach. Und ich hatte schon leiser gemacht. So, wir trauen uns jetzt hier durch. Also ich traue mich jetzt hier durch. Ich renne einfach, was das Zeug hält. Und hoffe, dass die Beeren nicht schneller sind als ich. Bär? Juhu. Und noch ein Wasserfall. Also so dezent mag ich das total gerne mit dem Wasserfall. Aber wenn man direkt davor steht oder drunter, dann ist man ja schon mal ganz schnell taub. So, die Fackel können wir wieder ausmachen. Das können wir auch wieder zur Seite nehmen. Und dann berichten wir mal eben. War es schon Feierabend? Ehrlich jetzt? Nee, Mittagessen. Hallo, wer lädt mich ein? Oh, warte mal. Bin an dir vorbeigelaufen. Ludomir. Ludomir, erzähl mal. Magst du auch bei uns Holz hacken? Sei gegrüßt. Ich habe den vermissten Fischer gefunden. Er sollte bald ins Dorf zurückkehren. Also lebt er noch. Das ist unerwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber warum ist er dann nicht hier? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich habe das Gefühl, dieser Scharlatan versucht, uns alle vorzuführen. Ich könnte wetten, er hat das von Anfang an so geplant. Erst Aufsehen erregen, dann verschwinden, um noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wo hast du ihn gefunden? Hey, das nennt man Wahlstrategie. Das ist so, mach dich rar und die Leute wollen dich alle haben. Er erholt sich im Haus des Baders. Räuber haben ihn überfallen und jetzt braucht er die Hilfe eines Heilers. Der Kastellan hat ihm einen Preis für den besten baldigen Vorsteherfischer des Reiches verliehen. In der Nähe des Wasserfalls südlich von hier. Er stand völlig neben sich, nachdem er Tollkirschen gegessen hatte, sprach mit wilden Tieren und hatte Angst vor seinem eigenen Schatten. Er hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen, um über die wachsende Bedrohung durch Gesetzlose nachzudenken. Er wird bald wiederkommen.
Naja, wir wollen mal ehrlich sein. Ach, das klingt so unglaublich absurd und dumm, dass es einfach wahr sein muss. Ich weiß es zu schätzen, dass du mir die Wahrheit sagst. Ich will diesen Unsinn sofort wieder vergessen, aber ich weiß es zu schätzen. Belohnung? Was deine Hilfe angeht, vielen Dank. Du hast gute Arbeit geleistet. Komm wieder, wenn die Wahl beginnt. Bis dahin gibt es eine Menge vorzubereiten. Mach's gut und achte auf dich. Keine Belohnung? Was? Warte auf die nächste Jahreszeit? Was? Ja, toll. Wirklich toll. Und wisst ihr was? Zur Belohnung fahren wir jetzt Kutsche. Wenn ich sie finde, wo ist sie denn? Warte mal, die war auf der anderen Seite. Kutsche? Ach, da warst du. Bist du. Wieso, Fuhrmann? Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Nach Piastowia, bitte. Ja. Dankeschön. Vielen Dank für die gute Fahrt. Ich muss nämlich noch Steuern bezahlen. Naja. Muss. Zwangssteuern. Kennt man ja. Steinreich, Dax, gib mir einen Korb. Nee, danke. Ach, und hier ist wieder die gute Musik. So, wo haben wir denn den Kastellan? Ach, guck mal, da kommt da schon der Geier. Miro, hier, deine Steuern. Ja, wunderbar, wunderbar. Und den Kopf. Oh. was, ich habe nichts gemacht. So, ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Geld. Ich würde von Markus nämlich gerne noch ein bisschen Schwalilava. Oder was? Ich kann ihren Namen immer nicht aussprechen. Schwalimira. Oder Schwalimira. Man weiß es nicht. So, Markus, ich brauche tatsächlich deinen ganzen Hafer. Oh, warte mal, wir können auch 56 davon nehmen. Wie viel Geld haben wir denn noch? 1000. Ich habe nur noch 2000. Nee, hä? Warte mal. Wie viel Geld habe ich denn? 9000. Nehmen wir das doch mal mit. So, haben wir nämlich Haferkorn, können Roggen und Stroh und haben dann selber Tierfutter. Ist doch schon mal super. Du hast auch noch 40. Nehmen wir auch noch mit. Gut, und dann wollte ich noch nicht? Doch, hast du. Große Weidenkörbe. Nehmen wir 10, 11. Okay, und Flachshalme nehmen wir auch natürlich mit für Leinen. Ja, ich danke dir vielmals. Ich bringe dir demnächst mal wieder frisch angespitzte Spitzhacken mit. Nein, du bist ja auch so traumhaft schön. Hallo, Pferd. Geh weg. Musst zu dem Pferd. Komm ich nah hin? Gott, bist du schön. Aber du bist ja mal richtig schön. Was bist du denn? Ein Weibchen. Sagt mal, wir haben einen Fohlen? Wir haben einen Stutenfohlen? Wie kann das denn passieren? Oh, das nehme ich mit hier. Huch! Ein Fohlen! Das gucken wir uns mal an. Entschuldige bitte. Wir brauchen aber auch unbedingt mal einen Sattel. Weil wir gucken noch mal auf den Markt. Ein bisschen Geld habe ich, glaube ich, noch. Weil jetzt so langsam habe ich alles freigeschaltet, was wichtig ist. Steuern sind gezahlt.
so ab zur Schneiderin. Hallo. Hallo. Lass uns eine Zigarre zusammen rauchen. Hast du vielleicht sowas ähnliches wie einen Sattel? Ein Sattel, der kostet 1200. Weißt du was, den nehmen wir. Ein. Ich danke dir vielmals. Ja, du mich auch. Oh, ein paar Spitzhacken, haben wir das Geld wieder drin. Schade, dass der Kutscher mich nie nach Hause fahren kann. Das wäre noch so ein Traum von mir. Eine eigene Kutsche vor der Tür. Oh. Na nö. Ja, gut. Aber ich finde das richtig schön, aber mit den Sachen, die man so finden kann, das ist so. Kleine Geschenke. Da freut sich doch jeder drüber. Okay. Eigentlich könnten wir uns mal einen Weg hier rüber machen nach Piastovia, einen eigenen. Bisschen beleuchten. Oh Mann. Ich glaube, wenn ich mal irgendwann fertig bin mit meinen ganzen Deko-Sachen, dann 20 Jahre vergangen oder so, ist die ganze Map beleuchtet hier. Wow, schon abgeerntet. Und Flachs drauf, sehr gut. Dann könnte ich doch mal ganz kurz Tierfutter machen. 6. Wahrscheinlich, weil ich nicht genug Stroh habe. Ach, Tumbewurf hätte ich machen können. Ja, den brauche ich jetzt aber nicht. So, dann lass mich doch mal ganz kurz... Ach so. Aber ich glaube, ich habe trotzdem nicht genug Stroh. Sie ändern ständig ihre Pläne. So ist das nun mal. Okay, aber wir können noch 14 Tierfutter machen. Vielen Dank. Ach, so muss das sein. Also so habe ich es mir nicht vorgestellt, tatsächlich, als ich angefangen habe, als wir hier eingestiegen sind und entschieden haben, hier zu bleiben. Da war es in meinem Kopf doch ein bisschen anders, aber es gefällt mir richtig, richtig gut. Oh, die Kinder. Ja, so, Tierfutter erstmal hier rein und dann schauen wir mal nach dem Pferdchen. Schon wieder. Tierfutter. TI. Da. 60 haben wir. Ist ja schon mal ordentlich. Kein Material. Was heißt denn das? Wieso kein Material? Was fehlt euch denn? Fleisch? Nee. Hey, habe ich euch kein Kohl reingepackt? Oh nein. Momentos. Hä? Ich habe aber kein Kohl. Den hatte ich hier im Inventar. Nee.
Warum haben wir keinen Kohl? Nee, du kannst hier nicht hin. Nein. Runter mit dir. Ich hatte doch Kohl hier liegen. Und verkauft haben wir jetzt auch keinen mehr. Eieiei. Aber gut, wir haben ja Reserve. Nee, das verstehe ich. Also das mit dem Kohl verstehe ich jetzt aber nicht. Wir haben... Also ich weiß das genau. Ich habe ja in der Nacht alles weggeschmissen. Also rausgemacht. Guck mal, ganz kurz in die Küche. Also, Küche. Das müsste die Zweier. Nee, warte, ich wollte nicht in die Küche. Ich wollte auf den Markt gucken, ob ich den aus Versehen verkaufe. Kein Material. Wieso habe ich den eingestellt? Der sollte doch eigentlich weg. Birnensaft. Hä, wir haben das doch weggemacht. Ich habe nur einen für Nahrung. Da ist irgendwas. Irgendwas ist komisch. Der Kohl sollte nämlich nicht verkauft werden. Ich meine, wir haben es ausgestellt. Birnsaft war kein Material, ausgestellt. Das hatte ich auch alles aus. Da hat er es nicht übernommen. Hier, Trockenfleisch kannst du mal verkaufen. So. Fleisch nicht, aber Eier kannst du noch verkaufen. Nee, Eier können wir eigentlich selber gebrauchen. Ja, merkwürdig. Vielleicht nicht mit abgespeichert. Okay. Oh, die Süßen. Ab zu den Pferden. Oh, ich muss aufgeräumt werden. Na? Ach, wäre schön, wenn ich euch benennen könnte. Nein, wir haben ein braunes Fohlen. Tatsächlich. Das ist ja mal cool. Ja, dann hätte ich die große gar nicht kaufen müssen. Gottchen, wo kommst du her? Ein Weibchen. Ja, meine Liebe, das hast du aber gut gemacht. Egal. Ja, können wir eine verkaufen? Wenn die ausgewachsen ist, verkaufen wir sie. Die jetzt, die große wieder zu verkaufen, wäre auch blöd, ne? Andererseits. Warte mal. Wie macht man das denn überhaupt? Müssen wir ja eigentlich in die Verwaltung und in den Stall gehen. Gucken wir mal kurz. Stall. Tja, welche ist denn jetzt welche? 1400 kannst du sie verkaufen, okay. Das ist natürlich ein Verlust. War nicht so schlimm. Tja, ich weiß leider nicht, welche wir jetzt gekauft haben. Name. Details anzeigen. F. Ist nicht. Ach doch. So. Details anzeigen. Name. Kannst keinen Namen eingeben. Also, oder kann ich hier nochmal was machen? Nee, kommst wieder zurück, okay. Ja, ist nicht so schlimm. Oh, ich freue mich, wir haben ein Baby. Und ich finde, die haben eine richtig tolle Koppel bekommen. Und in der Küche qualmt es. Ja, ihr Lieben, dann verabschiede ich mich erstmal. Wir hatten eine wunderbare Quest. Tolle Geschichte. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und wer die Wahl letztendlich gewinnen wird. Dann Dankeschön vielmals fürs Zuschauen und habt einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.